Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Half Dead mit dem Großi und mit mir, dem Wilhelm. Auf mir ein schönes Gesicht zu werfen. Ja, aber mehr kann ich ja nicht tun. Half Dead, ja, was ist das für ein Spiel? Wie erklärt man das am besten? Das ist, wie war die Beschreibung nochmal? Eine Gameshow, in der wir Räume erkunden müssen, in denen vielleicht Fallen drin sind, um deinen Ausgang zu finden. Genau. Ja, also kurze Erklärung, aber ist dann Und vollkommen klar. Und ich weiß, was du meinst mit dem, dass sich alles geblendet hat. Das blendet echt krass, wenn du ja. das auf hochgestellt hast. Also die. Genau, die ganzen Reflexionen. Alle Lichter und der Anzug von dir, das ist. Ja, okay, dann such mal die erste Tür aus, die du am Ganz besten klar, findest. diese hier. Warum? Weil dieser Raum safe ist. Pass auf, zeig ich dir. Siehst du? Alles klar. Das ist Vielleicht eine. auch nicht. Naja, also, bleib zurück. Wir können also unsere Schuhe werfen. Genau. Oh, ich glaube, da können wir mitlaufen. Im Takt. Ja. Da musst du aber ein bisschen mehr laufen, um deinen Schuh auch wieder zurückzubekommen. Den hole ich mir jetzt auch. Schön vorsichtig. Dann würde ich sagen, aktivier mal die nächste Tür dort hinten direkt. Also man kann dort oben, also wir können unsere Schuhe werfen, um Fallen zu entdecken. Ich halte mal die Augen auf das hintere Ding. Ein bisschen weiter gehen, bitte. So, jetzt die Tür Ich öffnen. muss nur. Ich glaube, du Alles musst klar, komm. direkt durch. Komm Der einfach. muss safe sein. Ja, da ist dieser Bekloppte. Er ist Ja, auch okay. safe. Also, man kann oben auf der Karte sehen, das Häkchen bedeutet, dass der Raum sicher ist. Gelbes Symbol ist, dass der Raum eine Falle hat, die entschärfbar ist, beziehungsweise die nur durch die man auch durchkommen kann. Und eins mit einem roten ist dann ein Raum, der auf jeden Fall tödlich ist. Wir Genau. müssen halt das Ziel finden. Ich öffne mal diese Tür. Und werfe mal meinen Schuh rein. Und der Schuh ist weg. Das ist dumm gelaufen. Jetzt habe ich nur noch einen Tja. Schuh. Der Große hat noch beide. Dann gehen wir mal hier lang. Da darfst du mal deinen Schuh werfen. Ich habe nur noch einen. Oh. Oh, zurück, zurück. Nicht mein Schuh. So, jetzt komm mal rein. Der Keller hat sich schön in die Luft gesprengt. Ist der Schuh noch da? Nee. Ja, Doch. doch. Okay, wir gehen einfach nochmal geradeaus. Dann. Ne? Da war doch ein Geräusch. Das ist eine gelbe Falle, also eine, die entschärfbar ist. Vielleicht können wir da jetzt schon durch. Mal kurz reingucken. Ja, scheint so. Ja. Geradeaus oder rechts? Oh, wir gehen nochmal geradeaus. Okay, machen wir es Gucken, was nochmal. Da so ist. Warten. Ah, sieht gut aus. Ja, bist du sicher, also als wir das schon mal gespielt haben, da war dieser Raum, der zuerst safe aussah, aber dann kamen dann doch Stacheln aus dem Boden. Stimmt. Also ich warte lieber, bis der Schuh drinne lang genug liegt und die Tür wieder zugeht, damit ich sehe, dass da oben ein Häkchen kommt oder nicht. Nehmen Ja, wir diese aber Tür das dauert mir zu nochmal lange mit der geradeaus. Wir Tür. gehen jetzt einfach mal den Rand entlang. Genau. Gefährlich. Das ist doch böse. Ja, direkt so ein Hitzelaserstrahl. Ja. Also müsste der Raum doch jetzt safe sein, oder? Normal schon. Wer sicherheitshalber nochmal was rein. Man weiß ja nie. Aha. Na? Noch eine Falle. Siehst du? Aber eine gelbe. Ist der dann jetzt vorüber sein? Ja. Ist aber auch nur was Mittiges. So, jetzt gehen wir mal nach rechts. Oh, oh, zurück.
Geh zu. Okay, Tür ist zu. Der macht jetzt meinen Schuh kaputt, glaube ich. Also hier, das ist auf jeden Fall der... Okay, hier kann man sogar durchgucken. Hier ist so ein kleines... Oder spiegelt das nur? Spiegelt das nur oder kann ich hier... Spiegelt, glaube ich, nur. Nee, das spiegelt nur. Schade. Ja, der Kettensägenmann. Oh, mein Schuh ist noch da. Ja, hier liegt er. Kettensägenmann. Das ist ein guter. So, was haben wir hier? Diesen Irren da hinten immer noch. Der ist safe. Nein. Doch. Doch, ist er. Ah, jetzt bin ich noch hier hinten. Dann guck du mal den Raum links. Dann haben wir die Sache komplett geklärt hier. Der ist nicht gut. Ne, der ist gar nicht gut. Jetzt haben wir nur noch... Jetzt hat jeder nur noch einen Schuh. Ja. Das ist nicht so klasse. Nein. Ich glaube, der ist sicher. Oh Gott. Okay, ich glaube, der ist sicher. Nein. Nee. Nein, ist der nicht. Das ist eine Falle, die aber aufhört. Was ist denn da passiert? Jetzt weiß ich nicht, was da mein passiert Schuh ist. Mein Schuh ist weg. Dein Schuh ist hat weg. Mein Schuh gefressen. Okay, das heißt, wir haben nur noch einen Schuh. Ja. Das ist irgendwie nicht so gut. Jetzt haben wir gar keinen Schuh. Tja, was machen wir denn jetzt? Ja gut, also ich glaube, wir haben die Möglichkeit, einen Schuh in einem Raum zu finden, wenn wir Glück haben. Aber ansonsten müssen wir jetzt... Ja, du kannst dich mal opfern, renn mal rein. Da ist dieser ein Idiot, ich weiß nicht. Ja, scheiß die Wand voll. Ja, da kann sein, dass es sicher ist, wenn da so einer drin ist. Dann gehen wir mal hier lang. So, ich bin der Aufnehmende, du darfst da reinlaufen. Für die Wissenschaft. Der ist sicher. Mist. Ja. Ich muss warten, bis die Tür wieder aufgeht. So, dann gehen wir hier mal rein. Jetzt muss ich halt in die Räume rennen, oder was? Ja. Ach, der könnte auch sicher sein. Ja. Der ist gut. Gut, dann, wollen wir jetzt mal nach links? Boah, hoffentlich finden wir den Ausgang. Wäre geil. Ui. Nein. Raus. Nein. Ah, ne, das ist wieder dieses... Das ist auch wieder eins zum Mitlaufen, aber so ein Flammenwerfer. Das lassen wir aber erstmal aus. Gucken wir uns erstmal die anderen Räume an. Ja. Was haben wir hier? Sieht sicher aus. Ist es aber nicht. Ah, das sind die Kontaktminen. Da haben wir Glück gehabt, dass du da nicht eingesperrt wurdest. Achtung, jetzt gibt's gleich Kabum. Ja. Ja, ein gelber Raum. Hier nach rechts ist ja der Laser, wo einer unserer Schuhe draufgegangen ist. Das heißt, wir gucken mal, was hier drin ist. Oh oh. Nein, nein. Zurück. Oh. Der hat einen Schuh gedroppt. Wir haben einen Schuh. Geh auf. Das ist gut. Doch perfekt. Jetzt haben wir wieder einen Schuh. Gut, dann würde ich sagen, testen wir mal diesen Raum hier direkt. Ja. Safe, ganz klar. Lieber warten. Safe. Nein! Oh, diese verdammten Türen. Diese Türen. Ist das schon mal die nächste Tür? Oh, ich glaube, der ist auch safe. Ja, der ist auch safe. Oh Gott. Der nicht. Oh Gott. Geh zu, geh zu. Geh zu. Geh zu. Nein. Wir haben hinten hier die drei. In die Richtung. Warte, er ist verschwunden. Vielleicht hat er ja einen Schuh gedroppt.
Siehst du einen Schuh? Ne, hier ist kein Schuh. Nein. Schade. Wir haben hinter uns noch drei Räume offen. Dann hätten wir die unteren zwei Reihen fertig. Ja gut, dann machen wir bitte auf. Laser. Oh, das war knapp. Also auf M können wir uns ja die Karte ansehen. Genau. Das war jetzt hier der Laserraum. Pass auf, da werfe ich noch mal was rein. Weil könnte immer noch eine Pass auf, Falle dass drin es nicht sein. weg ist. Okay, der ist sicher. Dann Ich dieser verfluche Raum. diese Türen. Ah, der ist auch gut. Ne. Ich habe was gehört. Okay, da war es nicht. Aber ich hab's überlebt. Gut. Na, siehst du, du musst schon ein bisschen aufpassen hier. Da kam irgendwas Rotes runtergetropft. So. Der ist aber gut. Laser. Naja, lass weggehen. Ja, Scheiß ist auf ein den Raum, Scheinwerfer. wir wissen. Da ist eh kein Ne, ich. Ausgang drin. Ne, ich weiß nicht. Der Ausgang ist, soweit ich weiß, eine grüne Fläche in der Mitte auf dem Boden, aber ich glaube, die wird auch erst. Die sieht man auch erst, wenn ausgelöst ist. Wenn der Raum ausgelöst So. ist. Zurück. Ne, zurück, das ist gefährlich. Mist. Mist. Tür auf, ich muss den Schuh aber wieder zurückholen. Den brauchen wir. Hab ihn. Gut, Okay. dann gehen wir wieder hier hoch. Das war ja safe. Hier haben wir Die noch eine Richtung haben Tür. wir noch zwei. Da auch. Sieht sicher aus. Vorsichtig. Ja, der Raum ist sicher. Verdammte Tür. Wir haben mal durchgeschmuggelt. Mach schon mal die nächste Tür auf. Der Raum ist nicht gut. Nicht gut. Kettensägen, Mann. Dann gehen wir hier weiter. Nee, du brauchst deinen Schuh. Ja. Der Kettensägen, Willi. Hoi. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Also ja, wir müssen schon ein bisschen zurück. Hier sind ja auch noch. Vier Stück. Ja. Wir wollen hier alles erstmal systematisch klären. So sieht's aus. Oh, dieser Psycho da hinten geht mir auf die Eier. So? Sicher oder nicht? Sicher. Ja, sicher. Der hier. Warten. Ja, alles gut. Sehr schön. Noch ein Schuh wäre nicht schlecht. Der Der scheint. ist auch in Ordnung. Ja, der ist auch gut. Und jetzt noch der da. Noch drei Schuhe wären nicht schlecht. Hat jeder wieder zwei. Okay. Dreck. Das ist doch Dreck. Das ist dumm gelaufen. Nee, aber siehst du, wir haben schon die Hälfte. Ja, toll, die Hälfte, also. Mehr als die Hälfte. Dann Ja, darfst dann du. kann ich wieder reinstürmen in die Räume. Ja, da bist du wieder der Testläufer. Hoffentlich wirst du nicht direkt eingesperrt. Hui, hui. Ist gut, oder was? Oh, der ist in Ordnung. Da ist aber noch nichts aufgetaucht. Mit Häkchen. Der ist nicht in Ordnung. Ich mach die Tür Mach die auf. Tür auf. Die ist offen. Mach die Tür auf.
Kettensägen Hans. Kettensägen Hans. Geh wieder zu, geh wieder Oh zu, geh wieder Gott. zu. Oh Geh wieder Gott. zu. Oh Gott. Oh, ja. Das ist alles andere als gut. Uiuiui. Okay, machen wir hier die. Der ist schlecht zurück. Der schon wieder. Der kann Ja. doch nicht als auftauchen. Da gucken wir uns so lange den Raum an. Der ist gut. Der ist sicher, aber gehen wir hier lang. Boah, wir brauchen noch einen Nur Schuh. blöd ist, wenn dieses blaue Gitternetz wiederkommt, bald, dann bin ich tot. Ja. Dem anderen kann ich vielleicht entkommen, aber. Raus. Wieso kommt denn der als? Ich weiß nicht. Gucken wir hier den nächsten Raum an. So ein Spacken. Gut aus. Ja. Ist gut. Okay, warte, ich komme. Sobald die Tür aufgeht, mach schon mal hier die andere Tür auf. Hier, genau da die. Safe. No. Der ist nicht safe, da fährt was Rotes hoch. Ist aber eine gelbe Falle, also die kann dann schärfer werden. Dann gucken wir erstmal den Raum an. Da ist ein Kerl, ich glaube, der Raum ist sicher. Nein, ist er Ne, nicht. da kommt der Kettensägen-Typ wieder. Jetzt können wir aber hier weitergehen. Ja. Warte einen Moment. Glaubst du, der Kettensägen-Typ bringt den Kerl da um, dass wir einen Schuh von dem bekommen? Reicht. Er hat den auseinandergenommen, aber einen Schuh sehe ich hier nicht. Schade. Na gut, komm. Scheiße. Hier der letzte Eckraum. Jetzt der Ausgang. Hey, safe. Ja. Ja, aber noch Nein, Raum. Ich nein, warte. oh. Ah, Türen und Türen. Nein, nein! 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 Oh je. Oh, es zieht mich rein. Ich will dann nicht. Hilfe. Ich kann. Ich bin tot. I, das hört sich ekelhaft an. Das war ekelhaft. Große 5 ist gestorben. Ja, jetzt. Boah, hoffentlich finde ich gleich den Ausgang. Das hat mich vollkommen in Einzelteile zerquetscht. Geschreddert hat mich das. Der ist safe, der ist safe. Du hast ja nicht mehr viele Räume. Okay. Ja, ich weiß. Ich hoffe, dass irgendwann mal der Ausgang auftaucht. Das kann doch Ist ja nicht nur wahr noch neun sein. Zimmer. Spacken, ey. So ein Dreck. Was ist mit dem Kerl los? Hab schon Ausgang. Darum ist auch sicher. Aber ich will den Ausgang haben. Der Ausgang ist bestimmt der letzte Raum. Nein! Oh, oh, oh. Nein! Nein, 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 Ach, du nein, hast nur nein! Gas. Das ist trotzdem roter Raum für Certain Death. Das ist. Ach Mann! Nein! Nein! Ah, das war's. Oh, ich habe einen Fernsehkopf! Tja. Ja gut, ich würde mal sagen, ich mache jetzt einen Cut und ja, Lobby. Ich mache mal einen Cut und dann gucken wir mal, wie lang die Folge ist. Ansonsten machen wir noch eine Runde.
So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir probieren jetzt nochmal einen anderen Spielmodus, und zwar bleibt nicht stehen. Wir haben nur 50 Sekunden Zeit in einem Raum, Zeit, um einen neuen Raum zu untersuchen. Jedes Mal, wenn wir einen neuen Raum untersuchen, dann wird die Zeit wieder zurückgesetzt. Deswegen, ich starte mal. Ich wollte das jetzt schon mal hier alles sagen, weil nachher habe ich dann gleich in dem Raum Zeitdruck und dann werde ich nicht mehr richtig erklären können. So, okay, schnell einen neuen Raum untersuchen. Langsam, langsam. Okay, wenn du den machst, mache ich schon mal. Hä? Den hier. Okay. Ich bin hier auch nicht safe. Ich habe eine Kettensäge bei mir. Ah, du Heiliger. Ja. Nein! Nein! Ich habe einen Schuh gefunden. Und zwei Fallen ausgelöst. Ich bin noch am Leben. Ich bin noch am Leben. Ich auch. Oh Gott! Jetzt kommt von allen Seiten irgendwas auf mich zugerannt. Alter! Hier kommt von allen Seiten irgendein Vieh auf mich zu. Aus jedem Raum. Ja toll, den Raum Komm hier hast du nicht rein, jetzt. irgendwie ist hier nicht safe. Ich krieg das Symbol nicht angezeigt. Ja, hier kam gerade so ein Ja, Skelett auf mich zu ja, aus diesem Raum. ja. Hier kommt auch irgend so ein Ding hoch. Alles klar. Oh Gott, ich muss den neuen Raum untersuchen, sonst. Oh, ich bin fast gestorben. Der safe. Oder auch nicht. Gott. Oh Gott, Scheiße. nein, der ist safe. Komm da raus, komm da raus. Oh Der Gott. hier auch nicht. Irgendwie. Alter. Alter. Irgendwie ist er gar nicht safe. Was hast du eingestellt? Nein! Oh, das Schwierigkeit wird auf uns schwer. pflücken. Da kommt schon wieder meiner. Oh, Nein! Scheiße. Ich bin durch. Alter. Ich bin durch. Oh Gott, der Raum ist auch nicht sicher. Nein. Nein. Fuck. Alter. Oh, das ist nicht wahr. Das Das ist ist. Ausgang! Nein! Gewonnen! Wir haben es geschafft! Echt? Das ist der Ausgang! Oh. Jawohl! So einfach Okay. macht man das, weißt du? Das ist ein Speedrun. Sogar auf schwer haben wir es geschafft. Das ist doch mal ein Ja. schöner Speedrun. Ja, die Zeit läuft hier Und jeder ab. hat noch seine Schuhe. Lobby. Ja, Genau. das. Das lief doch gut. Ich mit meinem Fernseherkopf. Voll geil. So, Ja. dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei noch nicht namentlich festgelegte, undefinierte Playlist zu einem anderen Video irgendeiner zufälligen Art. Ja, auf jeden Fall. Ja, ciao, bis dann.